Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und ich habe eine kleine Leidenschaft für die Natur, für den Wald und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Ob es Wandern ist, draußen schlafen ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich war auch schon auf vielen Touren unterwegs, die man auf meinem Kanal sehen kann, auf vielen Touren, die ich nicht gefilmt habe. Und immer wieder stellt sich ab einem gewissen Zeitpunkt die Frage, ist das legal, was ich hier mache? Wir leben in Deutschland, das Land des Bitte-nicht-rasen-Betretens-Schildes und das heißt, dass wir uns immer Gedanken machen müssen, dass wir nicht irgendetwas falsch machen. Und tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Regeln auch für den Wald, dort werden sie aber meist nicht so hart durchgesetzt. Das heißt, mir ist es zum Beispiel im Leben nur ein einziges Mal passiert, dass ich überhaupt von einem Förster angesprochen worden bin, dass ich doch bitte hier nicht schlafen soll. Einmal in... Wie lange mache ich das? Seit ich Pfadfinder bin mit 11, jetzt bin ich 29, kurz vor 30 übrigens, ne? Das heißt, das sind gut 19 Jahre bald und das ist natürlich schon eine heftige Zeit und für die häufigen Male, die ich draußen war, nur einmal vom Förster ja, begegnet worden zu sein mit einem Platzverweis, das ist schon heftig und es war nur ein Platzverweis, das heißt, er wollte auch kein Bußgeld austeilen oder etwas ähnliches. Trotzdem ist es natürlich unglaublich interessant, was es eigentlich so für Strafen gibt, wenn man missbaut im Wald, wenn man etwas tut, was man nicht draußen tun soll. Um erstmal vorher zu wissen, was man überhaupt tun darf und was nicht, empfehle ich dir ein paar Videos von mir. Ich habe eins zum draußen schlafen gemacht, ich habe eins zum Feuer machen, was man darf und was man nicht darf und eins zum Messer, ne, Paragraph 42a, was darf ich draußen für Messer benutzen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen Grundwissen, muss aber nicht, weil ich das versuchen werde, möglichst einfach zu erklären. So, das heißt, wir haben erstmal die grundsätzlichen Bußgeldkataloge, die es so gibt. Wir fangen mit den Standard-Bußgeldern an, draußen schlafen, Feuer und so weiter und haben da keine einheitlichen Regelungen. Wie es so oft ist, wir leben im Föderalismus, das heißt, jedes Land macht bei den Sachen, die den Ländern überlassen sind, einfach was sie wollen. Ja, deshalb haben wir auch über unterschiedliche Abiture, was ja meiner Meinung nach Schwachsinn ist, aber hier soll es jetzt nicht um Politik gehen. Und die Minister der Länder überbieten sich gegenseitig ein bisschen manchmal mit ihren Forderungen oder ihren Gesetzen, die sie so haben. Das sehen wir jetzt gerade auch in der bösen Cäsar-Zeit. Wir haben hier aber eine zusammenfassende insgesamt, so wo das immer so ungefähr liegt mit den Bußgeldern. So, fangen wir mit dem an, was die meisten von uns interessiert und das ist das draußen Schlafen mit einem Zelt oder einem zeltähnlichen Gegenstand. Je nachdem ist das draußen Schlafen natürlich verboten, beim Naturschutzgebiet automatisch und in Wäldern nicht immer, aber da ist auf jeden Fall immer das Zelten verboten, Biwaksack halt nicht. Das heißt, wenn wir mit einem Zelt draußen schlafen, können wir mit Strafen rechnen zwischen 10 Euro und 2500 Euro. Das ist mal eine ziemliche Spanne. Die fängt bei den meisten Bundesländern eher bei 50 Euro an. Und wenn es mal zu einem Bußgeld kommen sollte, dann wird die auch ungefähr in dem Bereich zwischen 50 und 250 Euro liegen. Diese krassen Obergrenzen von 2500 Euro, ich denke mal, die sind eher vorgesehen für Leute, die wirklich sich dauerhaft im Wald niederlassen. Ja, Einsiedler, die man weghaben möchte oder etwas in der Richtung. Das ist natürlich nochmal unterschiedlich von Naturschutzgebiet und restlichen Waldgebieten. Zu Naturschutzgebiet zählt natürlich auch Landschaftsschutzgebiete etc. Und ihr könnt euch sicher sein, dass in Naturschutzgebieten deutlich härter bestraft wird, als es in normalen Waldgebieten ist. Natürlich, weil die Natur dort schützenswerter angesehen wird, als sozusagen die normale Natur. Das, worin ich mich hier jetzt aufhalte, ist zum Beispiel 0815 Buchenwald. Ist im Prinzip nichts Besonderes, auch wenn er hier sehr schön ist. Aber andere Wälder sind da schützenswerter teilweise. Das hängt meistens auch weniger von den Baumarten, die da stehen, ab, sondern von den Tieren, die da durchkommen. Zum Beispiel in Hamburg ist alles Schutzgebiet, weil sie so wenig haben und sie deshalb für die Vögel, die durchziehen, die brauchen irgendwann mal eine Pause, müssen sich auf den Baum setzen. Deshalb sind da viele Naturschutzgebiete Vogelschutzgebiete im Prinzip. Dann haben wir was für manche vielleicht noch ganz interessant ist, was wahrscheinlich das am öftesten verstoßen ist überhaupt, ist Hund ohne Leine laufen lassen. Das hängt aber sehr stark davon ab, in welchem Wald ihr euch aufhaltet. Da möchte ich jetzt auch nicht Kokolores erzählen, weil je nach Bundesland ist das völlig unterschiedlich und nach Art des Waldes. Wir halten hier erstmal fest, das kostet zwischen 20 und 125 Euro.
Ist relativ günstig, ne? Ist ein bisschen wie falsch parken, habe ich das Gefühl. Dann haben wir unerlaubtes Reiten im Wald. Fängt auch bei 25 an, geht aber bis 1000 hoch. Ich glaube, mit dem Pferd, ich weiß nicht, kann man mit dem Pferd mehr Schaden anrichten als mit dem Hund? Es kommt ein bisschen drauf an, wie man es bemisst, ne? Also, ich glaube, ein richtiger Hund mit einem Jagdtrieb, der kann deutlich mehr Tiere reißen, kaputt machen, glaube ich, als so ein Pferd. Aber ein Pferd trampelt halt so viel nieder. Ja, ist schwierig zu bewerten. Auf jeden Fall ist es im Bußgeldkatalog so bewertet, dass Pferde mehr Schaden anrichten. Offensichtlich, weil das Reiten wird härter bestraft, als es mit einem Hund der Fall ist. Kleiner interessanter Nebenfakt ist hier, dass Kutschen außerhalb der dafür gekennzeichneten Wege zu fahren 2500 Euro kostet. Das wird die wenigsten von uns betreffen, weil ich kenne nur wenige Outdoorer und Bushcrafter, die mit einer Kutsche unterwegs sind. Aber ist ja vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Und hier kommen wir zu einem der größten Störfaktoren für mich persönlich, und zwar Radfahrer im Wald. Ich habe nichts allgemein gegen Radfahrer im Wald. Die sollen auf den großen Wegen gerne fahren, die 3 Meter breit sind oder so. Ich habe ein Problem mit Radfahrern, die auf so kleinen Holperwegen mir entgegenfahren, wo der Weg selber schon kaum einen Meter breit ist. Und dann rasen die da noch runter. Mit sowas habe ich ein Problem. Und das unerlaubte Radfahren im Wald kann 15 bis 80 Euro kosten. Ist also günstiger, als seinen Hund freilaufen zu lassen. Ne? Im statistischen Mittel, das kommt immer sehr auf den Beamten oder Ordnungsmitarbeiter vor Ort drauf an. Das Betreten von Flächen, für die ein Betretungsverbot gilt, also auf jeden Fall Naturschutzgebiete, als aber auch, wie heißen die, Rückzugserholungsgebiete, also dieses ganz dichte, aber noch sehr flache, Dickicht im Prinzip, wo sich die Wildschweine und Rehe für ihre Aufzucht hin zurückziehen. Sowas ist immer betreten, auch im normalen Wald, wo man überall hin darf, ist das eine betreten Verbotenzone. Die ist dann meistens auch abgegrenzt. Im Sachsenwald gibt es sowas zum Beispiel. Und an sich darf man sonst natürlich im Naturschutzgebiet die Flächen einfach nicht betreten. Ne? Du darfst nicht runter vom Weg, das steht ja auf den Schildern auch nochmal dran. Also das muss nur wirklich jeder wissen. Und das kostet zwischen 15 und 1000 Euro. Boah, das ist aber ein ganz schön teurer kleiner erster Schritt für die Menschheit oder für dich selber. Ich weiß es nicht, falls du da noch nie warst. Na, das ist schon ordentlich, ne? Aber ich denke, das wird sehr davon abhängen. Wenn du einfach nur auf eine Wiese raufgehst, wo vielleicht Betreten verboten ist, dann kostet es vielleicht 50. Wenn du aber in so ein Moor reintrittst, wo, keine Ahnung, ein spezieller Torfkormoran lebt, der da nicht gestört werden soll, dann kann es schon mal 500 und mehr kosten. Ne? Plus, dass du natürlich nochmal dann Bußgeld fürs Stören der Tiere bekommst. Das ist erstmal nur das Bußgeld für Betreten der unerlaubten Fläche. Ne? Sowas immer im Hinterkopf behalten. Da kommen immer mehrere Dinge zusammen oftmals. Ne? Man verstößt oft nicht nur gegen eins, weil wenn du jetzt zum Beispiel dir überlegst, du zeltest noch unerlaubt und dann gehst du noch auf so eine Fläche drauf und dabei störst du noch nachweislich Tiere. Also ich hock mich mit dem Zelt auf eine speziell moorgeschützte Wiese und hau dann Ghetto-Blaster raus. Ne? Dann machst du ja 3 Verstöße und dann summiert sich das natürlich so ein bisschen auf. Das wäre natürlich bescheuert. Unerlaubt offenes Feuer im Wald genutzt. 50 bis 2500 Euro, teilweise bis 55.000 Euro. Ja, da wird Druck gemacht, ne? Waldbesitzer fürchten um ihre Groschen, die sie in den Wald gesteckt haben. Und da sind in manchen Gebieten die Gesetze sehr hart. Alles, was ich euch jetzt gerade sage, sind ja immer preisspannend, ne? Immer das bis heftigste bei einem Bundesland und das wenigste bei einem anderen Bundesland. Und Niedersachsen zum Beispiel ist ja mein Bundesland, liegt dabei relativ weit unten, während Bayern eher weit oben liegt. Ne? Das kommt immer ein bisschen aufs Bundesland drauf an. Ihr könnt da auch auf bußgeldkatalog.org ein bisschen nachforschen. Ne? Da habe ich auch gerade meine ganzen Daten her. Wenn ihr da Lust habt, separat ein bisschen reinzuforsten, wenn ich dran denke, mache ich euch unten den Link rein. Wenn nicht, bin ich wieder ein fauler Sack gewesen. Und man muss sagen, dass natürlich diese harten Strafen bei offenem Feuer vor allen Dingen, ne? Es geht ja hier gerade nicht um eine abgetrennte, gut bewachte Feuerstelle oder so. Es geht ja schon darum, wenn Jugendliche einfach sich denken, wir machen mal ein paar Zweige übereinander und ein offenes Feuer im Wald, bis richtig Camping
junge Erwachsene oder es gibt ja auch ältere Menschen, die Scheiße bauen. Ne? Gibt es ja viele Möglichkeiten. Das muss schon ordentlich geahndet werden. 55.000 Euro ist wahrscheinlich die Strafe, wenn man wirklich nachweislich einen Waldbrand verursacht hat und dadurch so viel Schaden entstanden ist, dass das einfach nicht mehr witzig ist sozusagen. Was übrigens noch interessant ist, es gibt tatsächlich einen Bußgeldkatalog für die Gatter von Tierewiesen zum Beispiel offen lassen. Explizit steht hier auch Kulturgattern, ne? Kostet 25 bis 100 Euro. Das heißt, wenn ihr durch ein Gebiet latscht, das gibt es ja manchmal, zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg, wo ein paar Rinder stehen oder ein paar Schafe und die sind in einem eingezäunten Gebiet und ihr lasst dieses Gatter offen, dann könnt ihr belangt werden. Meistens sind diese Dinger mittlerweile mit so einer Feder, weil da kann ja nicht tagtäglich jemand stehen, der das überwacht. Das heißt, die Feder zieht die Tür automatisch wieder zu. Aber theoretisch seid ihr dafür belangbar, wenn ihr da Mist baut. Dann gibt es noch unbefugtes Abstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kfz. 15 bis 80 Euro. Finde ich sehr günstig. Also wenn jemand seinen am besten noch ölleckenden Wagen in die Natur stellt, dann sollte das schon sehr teuer werden, finde ich. Sehr, sehr teuer. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Wenn ihr da eine andere habt, könnt ihr sie ja unten reinschreiben. Aber ich glaube, sein Auto im Wald abstellen hat selten, dauerhaft abstellen, hat selten einen wirklichen Sinn und erst recht nicht einen Wohnwagen oder so. Ne? Ich meine, ich würde auch gerne mit einem Wohnwagen im Wald leben, zumindest im Sommer. Aber ja, das kann man nicht machen. Ne? Da verursachst du viel zu viel Schäden. Und die Tiere werden wahrscheinlich auch... Also Rehe stören sich nicht so an dir, die gewöhnen sich ja sehr schnell an Menschen, aber andere Tiere kannst du dadurch echt doll stören, das ist nicht so gut. Und dann gibt es hier noch Feuer trotz bestehender Waldbrandgefahr entfacht. Das ist witzig, weil wir haben im Prinzip seit 2,5 Jahren dauerhaft Waldbrandgefahr. Also auch im Winter waren viele Teile von Niedersachsen als Waldbrandgefahr ausgegeben, weil es einfach so trocken ist. Und dieser Frühling bis jetzt ist wohl der trockenste Frühling schon wieder seit Anbeginn der Aufzeichnung. Ich weiß es gerade nicht genau, ne? Nagelt mich nicht darauf fest, aber es fühlt sich auch so an. Also bei uns zum Beispiel hat es seit Wochen nicht mehr geregnet und Samwise labt sich hier mehr an Schlamm als an Wasser im Prinzip. Das ist schon heftig, ne? Und dann natürlich das Feuer unerlaubt entfachen. Damit ist übrigens auch gemeint abgesichertes Feuer. Ne? Das eine Bußgeld bezog sich nur auf offenes Feuer. Das Bußgeld jetzt bezog sich auf alle Arten von Feuer. Völlig egal, ob offen oder geschützt. Na? Nochmal im Hinterkopf behalten. Was mich auch nochmal sehr interessiert hat, was ja ein kleines Ärgernis ist, ist Müll. Wie sieht es denn mit Müll aus? Wie wird man denn für bestimmte Sachen bestraft? Und hier ist zum Beispiel unterteilt in unbedeutendes Produkt, Pappbecher, Taschentuch, Zigarettenschachtel, Inhalt eines Aschenbechers, Bananenschale, flüssige Abfälle bis 0,5 Liter, Farbreste. Okay, Farbreste wird als unbedeutendes Produkt gewertet und kostet dich 10 bis 50 Euro. Bei einem Taschentuch kann ich das nachvollziehen. Bei Farbresten bis zu einem halben Liter nur 50 Euro zahlen zu müssen, finde ich ein bisschen wenig. Da wären ja 500 Euro meiner Meinung nach angebracht. Da kannst du mir natürlich mal deine Meinung in die Kommentare schreiben. Aber diese Unterteilung finde ich nicht besonders sinnig. Also ein Pappbecher oder ein Taschentuch dauert auch lange, bis die verarbeitet werden. Länger als man immer so denkt. Also die sind nicht nach 2 Jahren weg. Aber Farbreste? Ich meine, eine 0,5-Flasche Farbe, wenn ich die jetzt hier so hinkippe, ich meine, das ist doch ein Riesenschaden. Da sind doch Stoffe drin, Erdöl und so weiter, das ja nie irgendwie weggeht wieder. Also vielleicht habe ich da jetzt gerade eine Anfängermeinung oder so, bin da nicht so bewandert, kann ja sein, aber das finde ich ein bisschen komisch. Mehrere unbedeutende Produkte einer Art oder ein Gegenstand von gewisser Bedeutung, zum Beispiel ein Geschirr, Kochtopf, Kleidungsstücke, also Dinge, die sehr, sehr lange brauchen, bis sie weg sind, dich überleben sozusagen. Und flüssige Abfälle von 0,5 bis wieder 1 Liter Farbreste Spülmittel kosten dich 50 bis 80 Euro. Das heißt, einen Kochtopf in die Gegend werfen im Wald kostet dich 50 Euro. Und 1 Liter Farbe in die Gegend kippen kostet nur 80 Euro. Also irgendwie kann damit was nicht stimmen. Das ist eine offizielle Tabelle. Ne? Das ist übrigens für normalen Wald jetzt wieder. Ne? Naturschutzgebiet wird wahrscheinlich wieder deutlich, deutlich mehr kosten. Ei, das finde ich zu wenig. Bin ich ganz ehrlich, finde ich zu wenig. Finde ich viel zu wenig Bußgeld. Das müsste deutlich härter bestraft werden. Also Farbreste, ne? Nicht allgemein, dass alles davon teurer wird, weil ein scheiß Papiertaschentuch ist ein scheiß Papiertaschentuch.
Dauert auch ein bisschen, bis es weg ist, aber meine Güte. Aber einen halben Liter Farbe oder einen Liter Farbe nur bis 80 Euro. So, kommen wir zum nächsten. Gegenstände mit scharfen Kanten, ätzende oder schneidende Eigenschaften, zum Beispiel Glas, Scherben und Flaschen, rostige Nägel, Eisen- und Blechreste, kosten 50 bis 100 Euro. Ja, also eine Glasflasche, die nicht zerbrochen ist, kann ich verstehen. Eine zerbrochene Glasflasche ist ja wirklich teilweise gefährlich für die Tiere und Nägel und sowas. Nur 50 bis 100 Euro. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu sehr Naturfreund, aber ich finde die Strafen für manche Sachen hier echt ein bisschen zu gering. Also wenn jemand wirklich Nägel in den Wald wirft, nur bis 100 Euro... Nur bis 100 Euro, das ist die Maxstrafe, ja. Ich kann jetzt hier ein Kilo Nägel reinwerfen und muss nur 100 Euro zahlen. Das ist ja komisch. Und mehrere Gegenstände bis 2 Kilogramm und flüssiger Abfall bis 2 Liter kostet 50 bis 100 Euro. Ist jetzt auch nicht so mega viel, ne? Da fängt es langsam mal an. Also sobald man mehrere Gegenstände über 2 Kilogramm oder flüssiger Abfall über 2 Liter, ab dann kann man 80 bis 1000 Euro bestraft werden. Ja, das ist mal richtig, ne? Also wenn ich jetzt hier, wenn man sich's überlegt, ne? 2 Kilo Nägel wegschmeißen, das ist auch schon hart, ne? Na gut, 2 Kilo Nägel, 1000 Euro. Aber, naja. Schadstoffe abgelagert, zum Beispiel Lacke, Batterien, Altöl, Chemikalien, 80 bis 2000 Euro, jawohl. Wer seine alten Batterien in den Wald wirft, soll bitte mal 2000 Euro zahlen. Wo ich kaum glaube, dass man für so 2-3 Batterien 2000 Euro zahlt. Dafür wahrscheinlich eher so 120 oder so. Aber Altöl, ne, wo wir wieder beim leckenden Auto wären, beim leckenden Auto, 2000 Euro dafür zu zahlen, finde ich absolut in Ordnung. Wir kennen ja die Geschichten von früher, dass große Chemiekonzerne und so weiter ihre Abfälle noch ein bisschen anders entsorgt haben als heutzutage. Da musste auch erstmal hart durchgegriffen werden. Dafür ist ein starker Staat halt vonnöten. Und 2000 Euro, ja, ist halt die Frage, wie viel, ne? Also wenn du jetzt 10 Fässer Altöl in den Wald wirfst, dafür nur 2000 Euro zu zahlen, fände ich ein bisschen komisch. Aber da hört das auf. Na, das ist dann wahrscheinlich ein gesondertes, das fällt wahrscheinlich gar nicht mehr unter Bußgeld, ne? Wir sind ja hier bei Bußgeldern, das fällt dann wahrscheinlich schon langsam in den strafbaren Bereich, würde ich mal behaupten, ne? Da könnt ihr mir gerne nochmal was zu unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu mehr wisst. Ich werde auch nochmal nachforschen, aber ich wette, ab einem gewissen Zeitpunkt wird das eine Straftat werden und kein Bußgeld mehr. Und dann wird das richtig teuer, würde ich mir zumindest wünschen. Und dann haben wir ja nochmal so Sperrmüllsachen, ne? Wir haben ja einmal so Stuhlgröße 50 bis 150 Euro. Oh, kommt drauf an, ne? Wenn der Stuhl komplett aus unbehandeltem Holz ist, ja meine Güte, ist nicht schön. Aber im Vergleich zu einem Liter Farbe, kommt ganz drauf an. Und dann einzelner Gegenstand größeren Umfangs. Ein Kühlschrank, eine Waschmaschine kostet 100 bis 500 Euro in den Wald zu werfen. 500 Euro für jemanden, der eine Waschmaschine in den Wald wirft. Ne. Das müsste mehr kosten. 2000. Locker. Ja, bin ich ganz ehrlich. Also wer so kackendreist ist, eine Spülmaschine oder ein Kühlschrank, da ist ja Kühlflüssigkeit drin, die auslaufen könnte, die ist ja hochgiftig. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist bei den Kühlschränken, aber früher war die auf jeden Fall hochgiftig. Ne. Ne, das müsste teurer sein. Also das ist ja auch vor allen Dingen ein Verbrechen. Das ist ja nicht mal so eben aus Faulheit gemacht oder so mal eben nebenbei, sondern da weißt du ja Bescheid. Also das ist ja Vorsatz schon, das ist ja schon, ich beruhige mich kaum, wenn ich sowas lese, ne? Das muss viel teurer sein, muss viel härter geahndet werden. Meine Meinung, ne? Ganz allein meine Meinung, das muss nicht eure Meinung sein, ganz sicher nicht. So, dann haben wir noch eine kleine Bußgeldtabelle, die mich auch interessiert hat. Das ist dann die letzte und zwar für das Befahren von Waldwegen. Gemeint ist natürlich mit einem Kfz. Und das kostet 25 Euro bis 120 Euro nur. Und 120 Euro ist schon, wenn du einen Unfall baust. Das heißt, wenn du einen Unfall mit dem Auto im Wald baust und da unrechtmäßig lang gefahren bist, rechtmäßig dürfen dann nur Förster, also relevante, ne, für den Waldbetrieb relevante Fahrzeuge langfahren. Finde ich auch 120 Euro ein bisschen wenig.
Also wenn ich einen Unfall im Wald baue und diese ganzen Glassplitter noch überall rumfliegen, von, weil ich mir den Scheinwerfer vorne angeditscht habe und scharfe Kanten, Plastik und so weiter, nur 120 Euro. Aber ich finde sowieso, dass viele Dinge in Deutschland zu günstig sind, wenn es ums Autofahren geht. Und hier in der Tabelle sieht man das auch nochmal. Also, kann jeder unterschiedlich sehen, ne? Man hat mir ja früher gesagt, sobald ich anfange, Auto zu fahren, würde ich viele Dinge anders sehen. Nee, sehe ich eigentlich nicht so. Also ich denke, die Strafen sind ein bisschen zu gering. Jetzt unabhängig vom Auto. Also vor allen Dingen, wenn ich mir die Farbe vorstelle, ne? Wenn jemand einen Liter Farbe hier reinkippt und nur 80 Euro bis 100 Euro zahlen muss, finde ich viel zu wenig. Finde ich deutlich zu wenig. Vielleicht gibt es ja aber auch Fälle, die ich jetzt gerade nicht bedenke, dass einem aus Versehen irgendwas runtertropft oder so. Ich weiß es ja nicht. Ne? Kann ja alles Mögliche passieren. Vielleicht kann da ja jemand, hat da ein bisschen jemand Erfahrung mit ein paar Urteilen, die vielleicht tatsächlich gefällt worden sind, und kann mal sein Fachwissen kundtun. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten würde mich allgemein eure Meinung zu den Bußgeldern interessieren. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, diese Tabellen mir mal anzugucken und ein bisschen darüber zu spekulieren, warum denn manche Strafen so sind und festzustellen, dass mir einige Strafen viel zu gering sind. Ich hoffe, das kleine Video hat dir Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.